Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Mamma Mia, Here We Go Again. Der zweite Teil zum 2008 erschienenen ersten. Und ja, es wird wieder gesungen. Wie und wie das Ganze mit der Story funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Grausam, was die Zeit für Spuren hinterlassen hat. Ihr Haaransatz ist nicht mehr da und ihr Gesicht, es fällt zusammen. Ich würde vorschlagen, dass wir schwimmen, aber eigentlich lieber nicht. Sir, in Ihrem Fall hat die Zeit Ihnen gut getan. So wie bei einem Baum oder Wein. Sie sehen auch nicht übel aus. Der Film erzählt im Grunde zwei Handlungsstränge. Einmal die junge Donna, wie sie die Väter von Sophie kennengelernt hat und zum Beispiel auch auf die griechische Insel gekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir Amanda Seyfried als Sophie heute, ein Jahr nach dem Tod von Donna, wie sie versucht, diese kleine Insel wieder auf Vordermann zu bringen und ja, ein großes Fest plant. Das sind die zwei Handlungsstränge und es wird hier versucht, immer wieder hin und her zu switchen, was leider nicht unbedingt funktioniert. Zudem muss man sagen, sind die Texte von den Liedern her hier teilweise so verändert worden, dass sie zu dem Geschehen passen. Insgesamt ist es eigentlich, ja, von der Geschichte her wäre es ganz gut. Ich hätte persönlich diese heutige Geschichte gar nicht mehr gebraucht, wobei man sagen muss, dass die Väter, natürlich wieder gespielt von Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård, wirklich gut sind. Also die spielen wirklich gut, wobei Pierce Brosnan hier der Schwächste ist. Die anderen beiden liefern echt gute, witzige Momente und vor allem auch sehr unterhaltsame Momente. Dementsprechend, die sind hier wirklich gut. Amanda Seyfried hätte ich jetzt hier nicht unbedingt gebraucht, weil die an manchen Stellen so wirklich tot geschminkt ist. Wir haben natürlich auch noch Cher dabei. Insgesamt ist es von der reinen Geschichte her nicht gut geschrieben. Es wirkt irgendwie so, oh, welche ABBA-Songs gibt's denn noch? Welche könnten wir irgendwie so umschreiben, damit es passt? Weil manche sind einfach zu lächerlich. An manchen Stellen wird es einfach lächerlich. Von der reinen Geschichte her. Deswegen, die Geschichte ist nicht gut geschrieben, ist irgendwie so hingewurschtelt, damit es halbwegs passt. Ich hätte lieber die reine Donna-Geschichte gehabt, wie sie damals das kennengelernt hat, weil das Lily James richtig gut rüberbringt. Die hat einige sehr schöne Momente, wo sie auch authentisch ist und wo nicht dieses extreme Overacting ja, Bestandteil des Schauspiels ist. Deswegen hier muss ich sagen, ja, von der Geschichte her hierhin nur 2 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, Amanda Seyfried hat bessere Rollen schon gehabt, muss man hier auch sagen, weil sie eigentlich fast nur dieses extreme Overacting hat. Ja, Pierce Brosnan fand ich jetzt nicht so stark, die anderen beiden Väter richtig gut, wie gesagt. Und vor allem Lily Jane James hat einige schöne Momente. Der Gesang ist jetzt von allen nicht so überragend. Das Problem ist beim Gesang oftmals, ich habe mir jetzt ein paar ABBA-Songs noch mal im Nachhinein angehört, wie die denn abgemischt waren, weil das Problem ist oftmals, dass die Musik zu laut ist zum Gesang. Und das könnte sein, dass das so ein bisschen darüber hinwegtäuschen möchte, dass der Gesang vielleicht nicht so gut ist. Und das Problem ist, der Gesang hört sich von allen gleich an. Bei ABBA war es noch ein bisschen so, dass die einzelnen Stimmen wirklich unterschiedlich waren. Hier hört sich alles glatt gebügelt gleich an. Und du weißt nicht, okay, wer ist jetzt wer? Vor allem muss man auch sagen, dass Amanda Seyfried und Lily James sich unfassbar ähnlich sind, was das Styling und Make-up hier angeht. Deswegen, da hätte man vielleicht ein bisschen Unterscheidungsmöglichkeiten finden können. Zumal muss man sagen auch, dass Meryl Streep hier am Ende gerade mal insgesamt eine Szene hat und im Abspann vorkommt. Das war's. Die ist hier keine Hauptfigur, wie es vielleicht teilweise auch beworben wird. Dementsprechend vom Schauspiel her, wenn dieses extreme Overacting nicht wäre, wo man dann so, oh, ich bin Donna, so nach dem Motto, ja, okay, das war jetzt aus dem Trailer, das kam dem Film nicht vor, egal, aber das war so, was ich aus der Synchronsache rausgesehen habe, so irgendwie so, dieses extreme Overacting, was man eigentlich nicht unbedingt, ja, die ganze Zeit ertragen möchte. Deswegen Schauspiel nur 2 von 5 Punkten, weil der Gesang auch wirklich glatt gebügelt, sondern das Gleiche ist. Also das ist einfach, das könnte jeder gesungen haben und der einfach eine gute Stimme hat und das alles so mehrfach übereinander gelegt, dann hört sich das einfach alles gleich an. Dementsprechend komme ich jetzt auch schon zur Technik und ich muss sagen, ich bin von Universal eigentlich Besseres gewohnt. Wir haben einige Shots, die wirklich on point scharf sind, vor allem die meisten mit Cher. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch am Management liegt, aber andere Szenen hast du einfach, wo du teilweise im Standbild, die Szene endet in einem Standbild und du hast nicht die Hauptprotagonisten scharf und das darf eigentlich nicht sein. Zudem ist der Greenscreen unterirdisch. Du siehst den Greenscreen und denkst dir so, das sieht nicht gut aus. Wenn ich jetzt, ich weiß jetzt, ich habe jetzt lange den ersten Teil nicht gesehen, der sah wahrscheinlich ähnlich schlimm aus.
Aber trotzdem, das kriegt man schöner hin. Das sieht einfach teilweise so aus, als wenn es halt im Studio gedreht wurde und versucht wurde, dass es nicht so aussieht wie im Studio. Allerdings könnte man das auch so ähnlich wie ein Musical oder ein Theaterstück aufziehen. Weil manchmal einmal in einer Szene singen beide Wand an Wand und du hast halt Raum und Raum nebeneinander im Studio und dann in der nächsten, im Umschnitt, wird dann versucht, in der nächsten Einstellung das aussehen zu lassen, als wäre da plötzlich eine Wand, die vorher nicht da war, weil sie eben von einem Raum in den nächsten gegangen sind mit der Kamera, was an sich ganz schön aussieht. Aber in dem Fall irgendwie so, denkt man sich so, ja, hätte es gelassen, dann wäre irgendwie dieser, es wirkt wie ein Schnittfehler. Was auch oftmals das Problem ist, was man auch immer wieder sieht, manche Bilder denkt man sich, hättet ihr das Bild nicht rauslassen können oder ein anderes nehmen können? In diesem Bild sieht man einfach nichts. Also wirklich, teilweise einzelne Einstellungen sind einfach so Nichts-Aussagen. Da gäbe es wahrscheinlich einige bessere. Und dementsprechend von der Technik, ich war echt enttäuscht, weil auch die musikalische Untermalung, also diese Abmischung, echt nicht gut funktioniert hat. Deswegen hier auch nur 2 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, Mamma Mia 2 oder Mamma Mia Here We Go Again hat mich echt enttäuscht. Denn ich war eigentlich recht überzeugt vom ersten Teil. Ich habe mich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass der nicht so überragend werden würde. Aber dass er wirklich mich an so vielen Stellen so enttäuscht hat, beziehungsweise ich mir denke, hey, das wäre schöner gegangen oder es wäre besser gegangen. Und zum Glück haben sie die Texte nicht übersetzt. Also der Gesang ist auf Englisch und das mit Untertiteln. Und man versteht den Gesang auch nur, weil Untertitel da sind. Weil, wie gesagt, die Hintergrundmusik zu laut ist. Und dementsprechend, wenn sie auf Deutsch übersetzt werden würden, wären sie viel zu banal teilweise, weil sie einfach, das sind die dümmsten Dialoge, die man sich vorstellen kann, in diesem Gesang teilweise umgesetzt, weil die auch ein bisschen umgeschrieben wurden. Dementsprechend, also wirklich nur für Hardcore-ABBA-Fans und die Leute im Kino, die waren mit sozusagen mit Begleitung und die fanden das ja alle mega und sie fanden es richtig gut und sind heftig mitgegangen und ich denke mir an manchen Stellen so, filmisch und ist der einfach nicht gut. Es ist kein guter Film. Er ist ein reiner Fanservice, der an so vielen Stellen Probleme hat und wirklich theoretisch auch zu Hause funktioniert. Aber man möchte natürlich im Kino sozusagen mitsingen. Und der Film wird sein Publikum finden, aber der erste war halbwegs erfolgreich. Deswegen haben sie jetzt 10 Jahre später einen gemacht. Aber Meryl Streep ist zum Beispiel auch nicht mit drin, die halt einer der wichtigen Punkte war. Und Lily James kann das schon relativ gut ersetzen, wobei Amanda Seyfried hier eben, wie gesagt, nicht so gut ist. Und eins muss ich noch dazu sagen, das Grading ist an manchen Stellen richtig überheftig. Also manche Leute sehen einfach unnatürlich aus. An anderen Stellen denkst du dir einfach, wow, das ist jetzt mal ein Ticken zu bunt. Also irgendwie, es ist das reine Bunte wäre schon gut gewesen. Manchmal übertreiben sie es und manchmal sieht es halt einfach echt komisch aus. Also weil sie es eben übertrieben haben von den Farben her. Dementsprechend, ja, auch von meiner persönlichen Meinung her hier nur 2 von 5 Punkten. Und das bringt mich auch insgesamt zu einer echt schlechten Wertung von gerade einmal 8 von 20 Punkten. Kein guter Film geworden, fand ich echt schade, weil es wäre mehr Potenzial drin gewesen und es ist halt einfach ein Musical-Film und dafür ist an manchen Stellen einfach der Gesang auch nicht gut genug. Ist leider so. Dementsprechend, ja, schade. Es wäre schön, wenn vor allem von den Stimmen her ein bisschen Unterscheidung gewesen wäre, was nicht der Fall war. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! We'll be right back.